Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hellgate London. Wir haben uns im Exospektor umgeschaut und ja, machen jetzt weiter. Boah, geile Einleitung, sorry. Erstmal die Hauptquest. Rogue Feral. Ein Mann wie du kann es weit bringen. Versuch nur nicht, mich zu überholen. Das wäre uncool. Ah ja. Oh Mann, wie kommen die Tränenkännchen? Ist dir klar, dass du gerade einen neuen Freund gefunden hast? Deine Feinde sind ab sofort auch meine Feinde. Und gegen mich hat niemand eine Chance. Das ist ein ziemlich guter Deal. Also dann, nachdem meine Zellen Sings Waffe haben, können wir den Laden wieder in Ordnung bringen. Dazu muss ich jetzt wohl mein Versprechen halten. Wenn ich kann, finde ich deine Wahrheiten. Mein Wort drauf. Du willst jetzt sicher zu Ark Arfaum zurück. Tut mir leid, dass ich dich so lange aufhalten habe. Der alte Mann ist sicher schon außer sich vor Sorge. Dummerweise ist der Kontakt zur Monument Station abgerissen. Aber mach dir keine Sorgen. Der Bereich um die Angel Passage ist scheinbar momentan am schlimmsten betroffen. Das ist der einzige Weg zur Monument Station. Die Telefonleitungen wurden lahmgelegt. Keine große Sache. Wenn du durch die Angel Passage so erfahren willst, brauchst du allerdings eine von Zersings Waffen. Viel Glück! Komm zurück, hörst du? Oh, wir nähern uns, glaube ich, so langsam dem Ende des dritten Kapitels. Das hätte ich gar nicht so schnell erwartet. Bereit, die Tiberius. Welt zu retten? Hallo Wizzerle, bist du heute gut drauf? Wollen wir es hoffen, ich habe nämlich einen Auftrag für dich. Du musst den Level Cannon Street etwas erledigen. Nekrophäen muss sterben. Muss von Jägern. Von Jägern hier ist keiner der Aufgabe gewachsen. Ich habe dich für den Job vorgeschlagen. Kriegst du das hin? Ach übrigens, es laufen ein paar Wetten, ob die Sachen überlebst oder nicht. Ich habe viel Geld auf dich gesetzt und kann es so früh aufnehmen, dann kann ich noch nicht lesen. Na gut, Stuart. Darf ich dich um noch einen Gefallen bitten? Ich fürchte, ich war zu lange in der Nähe dieser verfluchten Beulen und habe mir irgendwas Schlimmes eingefangen. Ich habe das Gefühl, ich werde von ihnen aufgefressen. Ich bin ziemlich am Ende. Angeblich könnte die außergewöhnliche DNA im Blut der solchen Zombies helfen, meine Krankheit zu heilen. Kannst du mir 5 Dämonenblut? Ich glaube, das hatten wir schon. Ah ja, genau. Ein Quest, den wir leider nicht machen werden. Da wir ihn im Exospektor hätten machen müssen und das haben wir schon hinter uns. Aber Pratch, du hast doch was. Es gibt noch mehr schlechte Nachrichten. Die letzten Proben, die du mir Was gebracht zum hast, Ist oh, das was ist für ein denn hier los? Klassenwichser? Waren offenbar verdorben, weil die Waffe nicht richtig funktioniert. Aber wir sind nah dran. Verdammt nah. Ich brauche nur noch ein paar extrem seltene Energiequellen. Glücklicherweise kann mir mein Partner mit einigen Energiequellen aushelfen. Er ist nicht der Hellste. Ich bin sicher, du kannst sie ihm abschwatzen. Oder klau sie einfach. Ist mir egal. Jedenfalls ist er gerade unterwegs, um seltsame Hellbeulen zu untersuchen, die plötzlich überall auftauchen. Geh also in Level Mansion House und besorg mir die Energiequelle. Für gewöhnlich lässt er sie achtlos herumliegen, dieser Idiot. Bring sie mir, damit sie sich unsere harte Arbeit endlich auszahlt. Und sowas bezeichnet er als Freund. Interessant. So. Jetzt Menschenhaus, Cannon Street, Angel Passage. Allerdings müssen wir zuerst mit Zersing reden. Der coolen Kabbalistin. Du gehst schon, Schätzchen? Ich werde unsere Unterhaltung vermissen. Du kurz hier auch waren. Aber wenigstens gehst du Versuche nicht nicht, mit mich leeren zu Händen. verstehen. Betrachte dies als Zeichen meiner Anerkennung. Ich konnte mit dem Herz, das du mir gebracht hast, einen Läuterer herstellen. Jetzt können wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Nimm ihn mit, er wird dir auf dem Weg zur Monument Station gute Dienste leisten. Und grüß Lord Afaun von mir. Machen wir. Ein besonderes Objekt der Läuterer, eine Strömungsfeldwaffe. Geh jetzt. Ja. Ohne die Waffe würden wir gar nicht weiterkommen. Die ist ganz, ganz wichtig. So, und Menschenhaus ist richtig? Ja, Menschenhaus ist richtig. Also hier rein.
Denn an manchen Stellen ist die Seuche schon so stark, dass man gar nicht mehr mit normalen Waffen dagegen ankommt. Deswegen haben wir jetzt diese Strömungsfeldwaffe. Allerdings hier dürfte es noch gehen. Ja, die Schwere ist noch... kann ich noch töten. So, oh, und so viele Fernkämpfer. Na komm. Hälfte hat widerstanden. Na toll. Nicht so schlimm. Solange die hier nicht irgendwelche Schilde aufbauen. Und die Gegner, die ich gerade töten muss. Kobold-Scharfschütze. Ich bin ja lieber eher für Fernkämpfer. Oh, und wir kriegen schon die großen Heiltränke und Schrägstrich Energiebooster. Interessant. Vielleicht wird das LP doch gar nicht so lang. Wenn wir jetzt schon in der Nähe des Ende des dritten Kapitels. Also ich weiß ja, dass es danach einfach nur noch viel länger wird, aber wir dürften jetzt so bei Folge 70 sein. Und ich hätte gedacht, beim Ende des dritten Kapitels sind wir schon knapp bei 100, also passt das eigentlich ganz gut. So. Die Gegner hier sind eigentlich sehr einfach. Haben gut, so gut wie keine Möglichkeit, meinem Stun wieder zu widerstehen. Was ganz gut ist, da das später nicht mehr immer der Fall ist. Und sind auch blöd genug, mir zu folgen, also dürfte das kein Problem sein. So. Was sollten wir hier genau holen? Lieferung? Wir sind jetzt im Menschenhaus. Ja, genau. Eine Energiequelle. Oh, von Zombie-Beschwörer. Okay. Warum ein Zombie-Beschwörer ist? Ist das sein Freund? Oder? Okay. Komische Leute hier. Naja, das kennen wir ja schon. Dafür ist das Spiel bekannt. Ich erinnere nur an 314 und seinen komischen Kumpan Aldin. Oder hieß er so? Naja, egal. Schauen wir mal nach solchen Zombies um. Vielleicht dort oben. Aber zuerst wird hier erstmal gemetzelt. Wow, okay, das dürfte jetzt schon maximale Rüstungsklasse sein, die ich zurzeit haben kann. 537, interessant. Oh, und diese ganzen Teleportviecher wieder. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Nein, da hoch. Zu ihm hier. Die Teile folgen mir natürlich die ganze Zeit über. Oh. Überladend. Interessant. Oh, eine Menge Lebenspunkte anscheinend. Oh, da drüben warten ja richtig viele Gegner auf mich. So, ach, die Sachen sammle ich jetzt mal nicht alle ein. Dann müsste ich erstmal alle Gegner hier besiegen, bis ich da ordentlich rankomme. Das muss nicht sein. Interessant, dass da drüben so viele auf mich warten. So. Bin ja richtig beliebt hier bei den Gegnern. Alle warten sie auf mich. Wow. Aber die... Hier mag ich eigentlich die Teleportviecher, weil... Wenn sie immer hinterherkommen, sind sie irgendwann tot. Das heißt Erfahrung für mich. Und das ist schön. Wie gesagt, ein Marker in dem Spiel ist, dass man sehr langsam aufsteigt gegen... in späteren Leveln, in denen wir uns ja mehr oder weniger schon fast befinden. Oh, und da hinten kommt die Truppe, die ganze Zeit nur gewartet hat. Na, kommt ruhig alle her. Aber nicht diese blöden Schilde. Man muss erst den Diabolisten-Kobold ausschalten. Okay, er kommt zurück. Trottel. Na, nicht weglaufen. So. Und der Rest ist auch so gut wie tot. Allerdings muss ich ja hier noch diesen Zombie-Beschwörer finden. Interessant, dass der hier noch ein Schild hat,
Wo der Diabolistenkobold tot ist, das sollte eigentlich nicht so sein. Na gut. Da hinten sind Zombies. Also wird sich der Beschwörer wahrscheinlich hier oben befinden. Na, was habe ich gesagt? Ach, der Große versperrt mir den Weg. Durch hier. Immer erst die Hintermänner ausheben. Energiequelle. Ha. Super. Dann kann es ja weitergeben. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Tempest Station? Ah, okay. Andere Richtung. War ja klar. Wenn ich da lang renne, muss es die andere Richtung sein. Gut, dann haben wir hier alles geschafft. Können also mehr oder weniger durchlaufen.